So, mir ist mal wieder furchtbar langweilig und jetzt habe ich Lust, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Die DC6 von Wunhub ist geil. Lies mal da ein bisschen, was da steht. Bla bla bla, bla bla bla. Penetration Testing, Linux, okay. Schön, Linux-Kommandos. Technische Informationen ist Debian 64-Bit. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ach ja, you will need to edit your host file. Ah, in der host file soll ich das da eintragen. Kopieren wir mal raus. Aber nicht die 142. Ich will dann Clue. Was steht da drin? Okay. Ah, Brute Force Attacke. Das ist schön. Ich soll das mal machen. Sonst brauche ich viele Jahre, um die Passwörter zu knacken. Und die Passwörter enthalten irgendwas mit K01. Das ist schön. Also die Rockyou Text, das ist eine Passwortliste hier in Kali Linux und die ist richtig mächtig. Ich glaube, die hat 14 Millionen Passwörter. Naja, so mächtig auch nicht. Aber über ein Webformular 14 Millionen Passwörter zu schicken, das ist schon happig. Gut. Die habe ich runtergeladen, die habe ich installiert. Lass uns mal loslegen. Als allererstes machen wir vi etc hosts. Ach, da habe ich schon gemacht. Die 141 als Wordi. Gut, cool. Dann wollen wir uns das hier mal in Passwort Text speichern. Und wenn ich hier HTTP Wordi eingebe, dann kommt unsere schöne VM. Was ist das für ein Redaktionssystem? Ah, da unten steht WordPress. Oh, WordPress ist geil. Endlich einmal ein bisschen WordPress. Joomla hat man schon. Heute ist WordPress dran. Arp-scan minus L localnet. Ja, das ist die 141. Aber erst machen wir hier nur die Passwörter mit K01 in Passworttext. Na, wenn ich jetzt cut Passwort Text mache, da habe ich immer Passwörter, wo K01 hier mit drin steht. Gut. So, wir machen uns eine Notiz. Wir haben hier, was haben wir hier Schönes? Machen wir das ein bisschen kleiner. Und hallo Fenster, beweg dich. Und sagen, dass du immer im Vordergrund bist. Die 192, 141 ist das. So, da machen wir jetzt einfach mal einen nmap drauf. Nmap, wir wissen, Port 80 ist offen, der interessiert mich als allererstes. Da machen wir minus Port 80, minus minus Script wollen. Ich will sehen, was da angreifbar ist auf dieser Port 80. Dann, was machen wir da noch? Die IP-Adresse. Die IP-Adresse und machen wir mal noch minus V verbose. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, da haben wir ein paar schöne Sachen gefunden hier. Der Scan ist fertig. Oh. CSRF, das ist schön. Das probieren wir mal aus. So, machen wir mal hier etc pass für d. Da kommt gar nichts.
Ja, füg mal ein paar Dinge damit ein hier. Zack, 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 zack. ETC-Pass für die nicht gefunden. Okay. Was haben wir noch? Kontakt. Ach so, auf Kontakt. Ach so, ach so. Okay, nicht gefunden. Das macht nichts. Das ist wieder ein Formular. Möchte mich jetzt nicht mit Formulare beschäftigen. Was haben wir denn da? WP includes, Upgrade, Login Page, SQLi for Queries, interessiert. Oh, das ist toll. WordPress-Benutzer. Kopieren. WordPress-Benutzer. Wen haben wir da? Admin, Graham, Marx, Sarah und Jens. Dann machen wir das so. Graham, nicht Graham. Meine Fresse, ey. Mark. Wen haben wir noch? Die Sarah haben wir noch. Und den Jens. Was macht der Jens da? Mein Gutster, guten Morgen, mein Gutster. Mein Gutster ist auch da drinnen. Gut, okay, die Benutzer haben wir jetzt hier gefunden und wir haben auf der Webseite da gelesen. Passwörter, Passwort kriegen. Okay, wie macht man denn das? Das nehmen wir mal WP Scan minus minus URL. Das ist die ist gleich HTTP Body und da haben wir minus Gross User. Kopieren, fügt man diese Users hier und minus minus Wortlist ist gleich Passworttext. So, schauen wir mal, ob da WordPress, die das macht. Wortlist, nicht Wort. Meine Fresse, hey. Schau mal. Was? Oh je, oh je. WP Scan minus minus help. Irgendwie habe ich das vergessen, wie es heißt. Das heißt Username. Ach so, minus minus Passwort. Filepad. Also minus minus oder minus groß P Passworttext. Also, ich werde das versuchen an dem WordPress Admin Graham, Mark, Sarah und Jens als Benutzer und aus Passworttext soll angegriffen werden. Das ist dieser. Jetzt schaut's gut aus. Das ist gut. Ah ja, da haben wir noch eine Enumeration. Schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Plugins haben. Also das Template, Plugins, no Plugins found. Oh, das ist schade. Schauen wir uns das einmal an. Na, ihr seht hier, das ändert immer wieder andere Benutzername mit dem gleichen Passwort, bis wir eventuell ein Ergebnis haben. So, wir warten jetzt einen Moment. Bingo, wir haben Success. Mark und Helpdesk 01 ist das Passwort.
Ich lasse es mal auf all die anderen laufen. Schau mal, was dann passiert, ob wir für die anderen auch noch ein Kennwort finden. Ja, für die anderen habe ich nichts gefunden, aber was ich gefunden habe, ist hier in WordPress das hier. So, Username Mark und Passwort ist gleich helpdesk 01. So, dann gehen wir mal rein. Mit das tun wir hier nicht ständig im Vordergrund und sagen hier WordPress ist wp-admin. Oh, Google, geh mir auf den Nerv hier. Ich will nicht danach suchen, sondern HTTP. So, das war Mark und Helpdesk 01 Login. Ja. Helpdesk 01. Bingo, wir sind drin. Was hat der Mark hier? Fränkisches X-Mess Meetup Online. Würzburg. Oh, du Scheiße. So, da haben wir Post. Ein Testpost von Mark Jones. Ach, Mark Jones heißt der. So. Ja, skip, skip, skip. Wir wollen hier einen Artikel, wir wollen mal ein Bild einfügen. Insert from URL. Okay, kann ich vergessen, ich kann keine Dateien hochladen. Users, ach ja, die weiß ich schon. Das ist das Blöde an WordPress, weil egal welche Version du hast, du kannst schon mal die User Enumeration machen. Das heißt, du weißt immer, welche Benutzer da drinnen sind. Und ja, bei einer Brute-Force-Attacke brauchst du immer einen Benutzername und Passwort. Und wenn du den Benutzer hast, hast du schon mal einen riesen Vorteil. Aber your profile. Bilder kann man nur von Gravatar einfügen. Tools habe ich keine. Activity Monitor. Oh weia. Und das sehe ich hier. Der Angriff, WP-Scan. Na, damit wir keine. Spuren hinterlassen. Ach Gott. Mass Delete. Und zwar Delete Select Activities. So, wir löschen alles. Erstmal raus. Und dann sehen wir nur unsere letzte Befehl, das ist schön. Ich habe hier, so wie es aussieht, nicht viele Möglichkeiten. Was kann ich noch machen? Wir haben den Benutzer von Mark. Wir versuchen mal mit SSH. Mark at, was war das für eine IP-Adresse? Die 192.168.0.141, oder? 141 was? So, und yes, da machen wir mal Helpdesk 01. Nein, der hat nicht das Kennwort Helpdesk 01 für SSH. Helpdesk 01. Vielleicht habe ich mich verschrieben. Helpdesk 01. Nope. Gut, jetzt könnte ich da noch eine Brute Force Attacke machen, aber ich schätze mal, darüber komme ich nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Was habe ich die Möglichkeiten? Wir haben WordPress 5.5.3. So, Search Exploit WordPress Core. Fünf.
Das ist alles kleiner wie 553, habe ich nichts. 5253. Mann! Was haben wir denn da? Activity Monitor. Machen wir mal hier einen Search Exploit auf Activity. Oh, warte mal. Activity Monitor, das suche ich. Das ist Activity Plus. Bla bla bla. Command Injection, das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Und zwar haben wir da eine HTML-Datei. Kopieren. Wir machen jetzt nochmal Searchploit Activity. Ne, wir machen Searchploit minus M und geben diese Datei an. So, und zwar hatte mir hier in mein Arbeitsverzeichnis diese Datei hier reingespeichert. Und hier wird es beschrieben, was es macht, aber ich kann auch da reinschauen. So, machen wir mal ein Leafpad und diese Datei hier. So, was macht dieser Exploit? Bla bla bla, WordPress-Plugin haben wir. Da gibt es zwei CVS. Plugin, bla bla bla, bla 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 bla. Oh ja. Okay. Das brauche ich nicht mehr. WordPress Plainville Activity Monitor. Replace IP und Things. Ich kriege ein Reverse Shell. Ach so. Das ist schön. Die heißt bei uns. Die Seite heißt bei uns Wordi. Also Wordi. Die läuft nicht auf Port 8000, sondern auf 80. Und zwar mit der Methode Post bei Activity Tools kann ich. Oh, geil, ein NLVP. Aber ich möchte die Sitzung nicht dort aufmachen, sondern ich möchte auf meinem Shell. Deswegen machen wir mal NC und meine IP-Adresse ist die 192.168.0.89, Port 99999. Lassen wir mal so stehen. Schauen wir mal, ob wir tatsächlich diese IP haben. So, was haben wir denn für unsere IBAN? Ist die 089? Passt schon. Also gut. Exit brauchen wir nicht. Dann haben wir die richtig. Passt, 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 passt. So, Steuerung S. Und zu machen. So, und jetzt machen wir mal ein Firefox, eine Feuerfuchs auf diese Datei. Die öffnen wir mal lokal im Browser. Die haben wir hier. Und wenn ich da nochmal Seitenquelltext anzeigen. Also, was macht der? Der geht hier, holt sich diese Form-Action hier unter WordiWP-Admin. Das ist genial. Und macht eine Netcat-Verbindung auf diese IP-Adresse unter diesem Port. Und das kopieren wir uns. Und gehen hier und machen NC-NLVP. So, das heißt. Hier warte ich auf eine Verbindung und der hier, wenn ich jetzt auf, nicht hier, wenn ich jetzt auf Submit Request mache, spawnt mir diese Seite mit diesen Eigenschaften auf diese IP. Das funktioniert nicht.
Ach so. So. Und zack, schon habe ich einen Shell da drauf. Ach, das ist ja genial. Aber ich brauche da ein bisschen mehr. Ich brauche ein paar Befehle, die ich mir nicht immer merken möchte. Wir brauchen ein Python 3. Wir wollen den Shell mal hier menschlicher haben. Das heißt, ich spawne ich mit Python den Bin Bash. Und das machen wir hier. Einfügen. Bin Bash. Webadmin. Wenn ich jetzt ls-la mache und wenn ich zum Beispiel ls-us und tab drücke, passiert nicht viel. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass es so ist. Ich möchte das in meinen Shell spawnen. Mit Steuerung Z mache ich das im Hintergrund. Das heißt, diese Sitzung habe ich im Hintergrund. Ich bin wieder in meinem Fenster. Und ich mache jetzt hier SSTI RAW Echo. Und mit dem Befehl FG Foreground bekomme ich das dann in meine Sitzung. Also erstmal füge ich diese Sitzung hier. Und jetzt mache ich FG, Enter und Enter. Und jetzt bin ich nochmal da drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel LS, US und Tab drücke, zack, funktioniert. Ha. Das ist schön. So, schön. Was ich jetzt machen könnte, ist. Oh, nicht set. Okay, gut. ls-lam. Ich könnte hier mir die config.php mal anschauen. Na, ich könnte mal more config. Ach so, wp. Config.php. So, was haben wir da? Das ist schön. Wir haben hier ein bisschen Datenbank, falls ich das brauche. Das sind die Datenbankzugangsdaten. Kopieren. Und das fügen wir uns hier mal ein. So, und jetzt machen wir Steuerung C. Wir machen hier einen MySQL minus User. Das lassen wir jetzt im Vordergrund. Der User ist WPD-User. Und minus minus Passwort ist gleich. Und das Passwort ist das da hier. So. Geht das? Yay! So, die Datenbank ist WordPress.db. Da machen wir Use einfügen WordPress.db. So. Show Tables. Was haben wir da für Tabellen? WP Users. Select Stern from WP Users machen wir mal ein Limit 0,10 und schauen wir uns die ersten 10 User an. Machen wir keinen Limit. Jawohl, das sind hier die. Das ist das Passwort für Admin in WordPress-Format gesaltet. Passwort und so weiter. Ja, von Jens, mich interessiert das mal. Ziehe ich mir nun mal runter. So, Passwort für Admin. WordPress.
So, ich könnte diesem Passwort jetzt versuchen mit einer Brute Force zu machen, mit John zum Beispiel. Aber bevor ich so weit gehe, schaue ich mir an, ob ich jetzt schon rot werden kann. Wenn nicht, dann notfalls. Na, wenn ich jetzt nicht rot werde, was bringt mir das? Ja gut, Datenbank, okay. Oh, das ist schön. Schau mal, Jens hat hier ein User Activation Key. Jens ist gar nicht aktiviert. Ich könne mit diesem WP Reset Passwort, nein, WP Activate oder irgendwas. Und dann könnte ich das in der URL eingeben, dann ist der Jens aktiviert. Aber Jens interessiert mich nicht, weil der Jens ist ein Kevin. Und schauen wir mal, was wir hier noch haben. Gehen wir nach Home. ls-ltr, was haben wir da? Oh, wir haben schöne Benutzer. ls-stern in alle Verzeichnisse. Jens hat ein Skript, Backup SH. Mark hat Stuff und Sarah und Graham hat nichts. Gehen wir mal nach Mark. CD, wir sind. Mark war der Benutzer auf dem Dings. CD Mark. CD Stuff. ls-la. Schauen wir mal. Oh, nix. Machen wir mal einen Cut. Things to do. Was schreibt der? Der schreibt. Okay. So, kopieren wir uns das raus. Fügen wir uns das mal hier ein. So, was schreibt der? Restore full, bla bla bla. Need to. Oh, der Jens. Aha. Bui präsent Sarah. Okay. Sarah macht immer Party. Das sind halt Mädels, die machen immer Party. OSCP-Kurs solltest du wirklich machen. New Laptop für Sarah. Ah, du willst was von Sarah, du kleiner Drecksack. Also, Restore full von Hyperdrive mit Jens sprechen, dann sprich halt mit Mike Goodster. Aber wir haben hier ein User Graham und wir haben ein Passwort und er hat geschrieben, don't, dass er es gemacht hat. SSH User und Pass. Hammer, Graham und dieses Passwort. Das Passwort kopieren wir uns mal raus und machen einfach SU Graham. So, und jetzt das Passwort. So, CD, 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 Graham, ls-ltr, ls-la. So, Cut, Bash, History. Ah, schön. Diese Benutzer gibt's. So. Machen wir mal hier Cut etc. Shadow. Kommen wir daran? Nein. Sudo minus L. Was hast du für Berechtigungen? Oh! User Graham kann folgende Befehle ausführen als Benutzer Jens. Und der Home Jens Backup SH. Gehen wir mal hier rein. CD. So, Cut. Backup SH. Bin Bash minus P. Binbash-p, das ist gut. In Wirklichkeit war das Backup, ich habe diese Maschine schon mal gehackt, ich Trottel habe das nicht zurückgesetzt. Hier stand Binbash und hier stand ein TAR, ein Backup-Skript auf www.data, also Webseite backuppen. Und ich habe es geändert, ich habe die eine Zeile gelöscht und habe hier
bin bash-p eingefügt, ne? Das heißt, ich kann jetzt sudo minus user, also wenn man hier nochmal sudo minus l machen, dann sehen wir, der Graham kann folgende Kommandos ausführen mit Benutzer Jens, kein Passwort und Backup SH. Und das wollen wir jetzt ausführen. Also wir machen sudo minus user Jens und führen quasi das Backup SH. So, und schau mal, jetzt bin ich Jens. Ja? Na, ID, Jens. Das ist doch schön, dass ich Jens bin. Das ist hervorragend, dass ich Jens bin. Wir können jetzt aber mal ein Passwd machen. Und schreiben Jens. Authentication Token Manipulation Error. Der lässt mich das nicht machen. Na gut. Na gut. So, ich bin jetzt Jens. Was mache ich jetzt als Jens hier? Als Jens machen wir auch ein sudo minus l und sehen, haha, Jens, du bist der Beste, du bist wirklich ein Kevin. Denn der Jens, ne? Der Jens darf als Benutzer root ohne Passwort user bin nmap ausführen. Gut, jetzt schauen wir mal, was hier. Das braucht man nicht. Nmap macht. Nmap. Wir brauchen ein Shell mit Nmap. Und zwar kann ich das machen und dann kann ich das ausführen. Als Benutzer root. Okay. Muss ich das so machen? Also wir kopieren nur das hier raus. Fügen es hier ein. Wir wollen aber nach bin bash. So, und jetzt machen wir haben ja hier gesehen, als Benutzer root kann er nmap ausführen. Wir führen jetzt sudo minus u root und machen nmap minus minus script ist gleich und nehmen diese Variable tf. Nein. Es ist ja mega fucking geil. Ich bin Benutzer root. Ja, und jetzt mache ich einfach passwd. Okay, egal was ich da eintippe, das sieht man nicht mehr. Ha, aber da brauchen wir wieder unsere Python Shell. Das ziehen wir uns wieder rein hier. Und Enter. Zack, und jetzt sehen wir wieder was, was wir schreiben. Das ist schön. Und jetzt machen wir einfach passwd root. So, und das sagen wir root und root. Passwort Update successfully. Das heißt, ich habe das Kennwort für root geändert in root. Okay, jetzt machen wir hier ein neues Fenster und sagen SSH. Ich bin schon hier Benutzer root. Okay, SSH C192 168.0 141 war das. Und sagen wir root. Permission denied. Permission denied. Gut, root darf sich da nicht einloggen. Dann
Mach mal hier mal. Machen wir mal ein Grab permit root grab minus klein geschrieben auf etc ssh sshd config permit root login yes. Das kopieren wir uns mal raus und machen ein Echo auf etc ssh sshd config und machen hier permit root login ist gleich yes und fügen es mit am Ende der Datei ein. Und jetzt sagen wir systemctl, hoffentlich geht das, restart sshd. Okay. So, root. Root und root. Zack, fertig. Ich bin jetzt richtig bei SSH drin. Diesen Sums hier brauche ich nicht mehr. Dementsprechend springt das hier jetzt weg. So, wir sind jetzt root, aber sowas von root. ID root, 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 root. Ja, ich bin drin. PWD müsste root sein. LS minus la. So. Oh, der Flag. Der Flag. Cut. Der Flag. Well done. Congratulations. Yay. Oh, das war cool. Das war cool. Also der hier, der macht richtig geile VMs. Also, das war ein cooles Spiel. Aber jetzt langweile ich mich immer noch. Das mache ich als nächstes. Ich schaue mal, ob es eine DC7 oder DC5 habe ich noch nicht gehabt. Wenn es DC6 gibt, dann gibt es auch DC5. DC1 habe ich auch schon geknackt. Die werde ich aber nochmal knacken und aufnehmen. Ja, das war's. Ich bin jetzt root und ich kann jetzt cd home ls-la und jetzt kann ich passwd Graham machen und dann schreibe ich irgendeinen Unsinn. Oh ne, geht nicht. Dann schreibe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann jetzt die Authentication Token Manipulation Error auch. Okay, das muss ich mehr anfassen. Bei Jens kann ich noch machen, bei Mark, bei Sarah und ich kann die jetzt alle. Oder ich kann einfach Dell User. Graham. Oh, Graham hat einen Prozess 695. Kill minus 9. 695. 95. Was habe ich jetzt gekillt? Was? PS minus. Ach, Graham hat noch ein Bin Bash irgendwo. So. Graham gelöscht. Ich kann Dell User Jens löschen. Mark löschen und Sarah. Nur zwei Namen, okay. Mark und Sarah. Die Directories habe ich nicht gelöst, aber wenn ich jetzt cut etc passwd mache, der Jens ist noch drin. Der Jens ist noch drin. Warum hatte der Jens nicht gelöscht?
Ach so. Der hat noch den Shell von vorhin. Ja, dann machen wir mal Kill minus 9. 7, 3, 4. 7, 3, 5. Und 7, 3, 6. So. So, Jens, du bist weg. Dell-User Jens. So, und wenn ich jetzt einfach einen Cut auf Passwd mache, dann haben wir keine mehr dieser Benutzer, nur noch Root. Und für Root kann ich jetzt ein richtig, richtig anderes, geiles Kennwort eingeben. Ja, gibt es sonst wenn mit Binbash? Nur Root, alles klar. Aber letztendlich habe ich die VM für mich und habe jetzt Spaß damit. Und ja, ich kann ein rm-rf machen und alles löschen und dann ist es vorbei. Okay, ja, um meine Spuren zu verwischen, müsste ich noch Logdateien löschen. War log ls-la. Und zwar kann ich hier das WTMP leeren, das UserLog leeren. Und LastLog leeren und BTMP. Wenn ich diese Logs geleert habe, in Apache 2 kann ich noch die Logs leeren, das Outlog kann ich noch leeren. Ja, und dann war's das. Failog, eigentlich kann ich alle diese Logs mal löschen und der legt sie wieder an. Ja, genau. Und das war's. Ich schau mal, ob ich DC5 oder DC7, weiß nicht, ob es eine DC7 gibt. Und das kommt im nächsten Video, damit mir nicht mehr so langweilig ist. Jo, bis denn, fertig.